Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Tengladum, zu einem kleinen Special-Video. Naja, zu einem Special-Thema in einem Animal Crossing-Video. Joa, ich sitze hier am Lagerfeuer in Animal Crossing New Leaf. Welcome, Amiibo! Wie kann dieses Lagerfeuer überhaupt brennen? Frage ich mich. Naja, dies soll ja nicht ein Lagerfeuer-Video werden, das soll ein Geburtstags-Special werden. Joa, ich werde euch einfach mal zu diesem Anlass ein paar peinliche... Oh, jemand kommt zu Besuch. Ein paar peinliche Bilder von mir aus meiner Kindheit zeigen. Ein paar ausgewählte Albumsbilder zeigen. Die habe ich auf meinem Handy fotografiert. Die werde ich dann im Nachhinein einfügen. So. Dann gehen wir mal den begrüßen, der neu in der Stadt angekommen ist. So ganz schreiben kann ich eigentlich jetzt nicht, aber warte mal. Hey, was ist denn hier passiert? Mein Logofläche. Hey. Da will jemand sein Haus bauen. Das geht doch gar nicht. Hier wollte ich eine Logofläche machen mit jedem, der meine Stadt besucht. Er war nämlich schon mal da. Ich trage auch sein T-Shirt. Sein Logo-T-Shirt. Hier bin ich. Hier. Hier. Komm. Ja, und spiele mit ihm hier. Ich glaube, Chem heißt oder Chem oder so ähnlich heißt sein hier Chemi. Hi, schreibt er. Hi. Ich kann nicht so richtig schreiben, deshalb mache ich so ein bisschen einen Fehler. Joa, wie gesagt, heute wollte ich ein paar lustige Bilder zeigen. Ein bisschen spannende, ein bisschen peinliche Bilder von mir aus meiner Kindheit. Sind ja meine Bilder, deshalb, wenn andere drauf wären, müsste ich vorher fragen. So jetzt, für mich ist das in Ordnung, deshalb. Oh, wer ist denn das? Eine Kuh? Nee, ein Pferd, oder? So ein bisschen was dazwischen. Er hat was für mich, ein Geburtstagsgeschenk. Yay! Ich freue mich. Mal ein bisschen in Chatsprache. Joa, ein bisschen erkältet bin ich noch. Joa, dann fange ich gleich mal ein bisschen mit dem ersten Bild an, bevor ich hier noch viel herumlabere. Bevor ich scheiße drumherum laber, zeige ich euch jetzt einen kleinen Ausschnitt aus... Mor? Das ist ein Bild, das ich relativ... Okay, hey, Leute, er weiß, dass die Aufnahme läuft. Okay, nice. Der hat da so eine linke Mütze und so ein Peach-Schirm. Passt auf jeden Fall perfekt zusammen. Ich zieh mal das an. Oh, ich sehe aus wie er. Nice. Okay. Sehen wir identisch aus. Ach du Scheiße. Kann man mich nicht mehr unterscheiden. Brauche noch sein L-T-Shirt. Wer bin ich? Wer bin ich? Ja, berechtigte Frage. Das erste Bild ist ein sehr frühes Bild von mir. Ja, habe ich... Link, du Dödel. Ich meinte, welche Figur spiele ich? Wer von... Klar weiß ich, wer Link ist. Ich kenne auch Link. Du Dödel. Du Vogel. Klar kenne ich Link. Was soll ich zu dem Bild sagen? Es ist ja, das älteste Bild. Das ist das Bild, das ich erübrigen konnte. Es ist, ja, das ist hier meine Einrichtung. Falls die noch keiner gesehen hat, habe ich bestimmt schon in einem Animal Crossing Video gezeigt. Das Bild ist sehr, sehr alt. Also ich glaube, ich war 1998 muss das gewesen sein, da war ich glaube ein Jahr alt. Der ist draußen. Ja, dem habe ich jetzt mal auch das Bild geschickt. Der darf sich darüber ein bisschen austoben. Ja. Der reagiert jetzt ein bisschen auf das Bild, auf
die Bilder. Ja, ich als kleiner Zwerg im Sandkasten. Ja, ist ganz süß, finde ich. Ich glaube, ein Jahr. Ein Jahr Zwerg. Nice. So, Warte, 3 Jahre. Okay. Ich habe jetzt gerade reingeschnaubt, reingezogen hier. Während er gesagt hat. So, gibt es nicht viel darüber zu sagen. Es ist süß, mal so einen kleinen Swaggy zu sehen. Ich habe es auch lange nicht mehr gesehen. Also, warum steht hier ein Baum? Ah, wer hat das gepflanzt? Wahrscheinlich er hier oder was? Er war bestimmt mal hier und hat es gepflanzt, während ich mal drin war. Kommst du mit, Junge? Kommst du? Kommst du mit? So, auf Discord schreibt er mir gerade im Privatchat alles Gute. Ja. Den vierten. Irgendwann zwischen dem 1. und dem 8.9. ist mein Geburtstag. Heute ist mal mein Geburtstag, sag ich mal so. Habe auch gerade noch ein Real Life ein Geschenk bekommen. Verrate euch nicht, wann ich wirklich Geburtstag habe. Ja. Da wimmelt er sich rum. Schnapp dir einen Stein und setz dich neben mich. Ich hol mal das zweite Bild. Das zweite Bild ist auch ganz lustig. Ganz nice. Da bin ich schon ein bisschen älter. Ich mit Kopfhörern. Auch der kleine Zwergi, das ist so putzig. Finde ich selbst richtig süß. Guckst du mal gerade an. Auf meinem Handy. So mit Kopfhörer, diese mordsmäßig großen Kopfhörer, die, ich glaube, da ist links so eine Antenne dran. Ich glaube, rechts war das, rechts ist das eher, ja, rechts. Rechts so eine Antenne dran. Da konnte man, glaube ich, Radio mit hören mit den Kopfhörern. Alter Schwede. Ja, heute habe ich gar keine Kopfhörer mehr, heute habe ich nur diese Ohrstöpsel. Die tue ich mir mal rein. Die tue ich mir mal rein, wenn ich Musik höre oder irgendwie mein Video schneide und Leute im Raum sind. Hier das Logo fällt hier. Das wird hier von diesem Haus überdeckt. Das muss ich irgendwo anders hinlegen, das Logo fällt. Wollte ich eigentlich mal so machen, wenn mehrere Leute kommen, dann hat man dann hier so einen Sechserbereich. Das ist mein Logo, das ist sein Logo. Von seiner Stadt, so die Flaggen, die man machen kann. So, nice. Nächstes Bild. Bilder beobachten. Bilder. Heute nur Bilder beobachten und darauf reagieren. In diesem Album, wo ich das rausgenommen habe, sind die Bilder so bis zum 3. Lebensjahr. Also das ist, ich glaube, 2 Jahre. 2,5. Der DS-Akku. Nein, nicht alle gehen. Dann ist er weg. Ja, schnell laden. Mach. Mordskopfhörer, so richtig. Alter Schinken. Das muss, glaube ich, schon 2001 gewesen sein. So, ich glaube, ja, das muss mit 2, 3 Jahren so 800, ja, 2000er Wende so die Zeit, so 3 oder 4 Jahre muss da gewesen sein. Ja, ich uns zahlen, ihr wisst das. Ich soll mitkommen. Was hat er denn? Hat er was versteckt hier? Ich hole mal das nächste Bild zum Strand. Was soll ich denn am Strand? Okay, ich gehe an den Strand. Ich gehe an den Strand. Er sagt, ich gehe an den Strand. Ich gehe an den Strand. Hier ein wundervolles Bild. Ich am Laptop. Naja, weiß nicht, ob man das Laptop nennen kann. So ein bisschen, ja, ist fast ein PC. Ein tragbarer PC. Sehr klobig, also mein aktueller ist nicht gerade doll leichter, aber ja, ich habe ein altes Dings von meiner Mutter. Nicht der aktuelle, aber das war mal, nee, das war der von meinem Vater, das
Da habe ich den von meinem Vater benutzen dürfen. Ich durfte dann immer so, ich glaube, ich durfte da immer so ein bisschen googeln. So die ersten Schritte ins Internet, so mal Blume auf Google eingeben oder Rot auf Google eingeben und mal gucken, was da kommt. Was auf Google Bilder so passiert, wenn man die Farbe Rot eingibt. Ja. Also, wie gesagt, habe ich ja schon mal erwähnt, in einigen, in zwei Videos, glaube ich, habe ich da schon mal gesagt, ich bin relativ spät ans Internet rangekommen. Also, ja, ich glaube, ich habe auf diesem Bild müsste ich gerade Paintball spielen. Das habe ich immer gerne gespielt mit den Laptops. Das konnte man auch immer gut spielen. Das war in Windows vorprogrammiert. Das konnte man da einfach spielen. Da muss man irgendwie ein paar Knöpfe drücken. Ich glaube, ich drückt da genau diese Taste, diese Sprungtaste. Was hat er gerade geschrieben? Ich konnte es nicht lesen. So ein Mist. Wenn es eine Frage war, habe ich es überlegen. Komm, okay, wo willst du denn hin? Nächstes Bild. Da bin ich in einem Umzugskarton. Da bin ich noch ein bisschen jünger. Das ist, glaube ich, so auch mit einem Jahr so. Das ist 2000, so 1999 müsste das gewesen sein. Ich komme ja schon. Zeig ich mir, wohin ich soll. Ja, ich setze mich erstmal hin. Mein Avatar ist blöd. Schön dämlich. Ja, was ist denn am Strand? Willst du mich verbuddeln im Sand? Oder was? Nein, ich mache mit dir keine Minigames. Man sieht nach draußen, wo ich hause. Deshalb hoffe ich, dass ich es richtig ausgeschnitten habe. Denn wollte ich fragen, was wolltest du denn fragen? 5 Jahre? Nee, also so alt nicht, das war ich ein Jahr. Ich finde es so putzig, ich habe immer gerne in vielen Sachen gespielt. Ich habe mich in Mülleimer getappt. Überall, ich habe mich überall draufgeschmissen. Ich habe mich in Paluten in Pappmüll geworfen. Ich war ein. Ich war ein. Da hat er sich wieder umgezogen. Ich war halt ein tobendes Kind. Ich habe viel gemacht. Ich habe rumgeschrien, rumgeeiert, rum. Ich war ein aktives Kind. Das hat sich erst gelegt mit den Jahren. Das kam erst mit der Zeit, meine Ruhe und meine Gelassenheit. Hier, neben dir. Komm hier ins Lang. Letztes Bild, was ich hier noch zeigen kann. Ist ja im Faschingskostüm. Ist wirklich ein bisschen peinlich, aber auch putzig süß. Dieses Special-Video kann ich mal zeigen. Ich als Feuerwehrmann verkleidet beim Fasching. Im Kindergarten war das sogar. Da hatten wir mal Themen. Da mussten wir. Ne, Themen hatten wir nicht. Stimmt, hatten wir nicht. Weil die einen dort, die ich geschwärzt habe. Ich habe keinen Schwimmanzug. Habe keinen Schwimmanzug. Die, die ich geschwärzt habe, die ist als Prinzessin gegangen, nicht als Feuerwehrmann. Also Themen gab es nicht, aber wir haben uns immer selbst Themen gesetzt. Ein Tauchanzug. Ja, 3 Jahre könnte da wirklich mal stimmen, weil ja, Kindergarten, 3 Jahre, ja, könnte passen. Könnte passen. Ja, eins der letzteren Bilder im Album. Mein Album ist zum Glück, was heißt zum Glück, leider mit dem dritten Lebensjahr aufgehört. Zum Glück, weil es peinlichere Bilder gäbe. Aber leider, weil ich keine anderen Bilder mehr habe. Ich habe keine Bilder von meinem vierten Lebensjahr. Und meinem fünften, meinem sechsten, meinem siebten, meinen Grundschulzeiten und sowas. Ich habe sehr wenig Bilder. Vielleicht gibt es das irgendwo verkramt, aber ich glaube, wir haben keine. Das hört mit der Kindergartenzeit auf. Ich, ja, weiß dann irgendwie, weil meine Eltern keinen Bock mehr darauf hatten, die Fotos zu sortieren im Album oder was weiß ich. Hier, spende mal für den Leuchtturm. Spende für einen Leuchtturm. Der Leuchtturm muss fertig werden. Ja, hier habe ich einen Leuchtturm hingebaut. Das wollte ich sagen, ich habe ganz viele Bilder aus meiner Schulzeit gehabt, also nicht Grundschule, sondern aus der
aus der Hauptschulzeit, also nicht Hauptschule, sondern ihr wisst schon, aus der 5. bis 12. Klasse. Und wollen wir in meine Town? Ja, später, wenn ich die Aufnahme gleich beendet habe, dann können wir in deine Town. Oh, er hat ein Fossil gefunden. Nein, kein Fossil, oh, doch ein Fossil. Wie gesagt, die Bilder aus meiner Schulzeit, das fand ich scheiße. Da ist meine Festplatte mal kaputt gegangen auf meinem Laptop. Die hatte ich nur auf dem Laptop, die Bilder aus meiner Schulzeit. Das heißt, die Bilder von meiner 5. Klasse bis zur 12. Klasse, die schönen Bilder sind verloren gegangen. Da gibt es auch kein Backup, da gibt es keine Sicherung. Das ist schade. Die sind dann einfach verloren gegangen. Das heißt, viele Jahre Bilder. Ja, ist schade drum, aber kann man nicht wiederherstellen. Naja, was so ist. Dann würde ich mal sagen, beende ich diesen Part, bevor mir hier noch die Schinder über hinfließt. Nee, Spaß. Ich bin ein bisschen erkältet, aber es geht. So, ich setze mich mal auf dieses schöne Aufnahmesofa hier. Ja, da kommt er auch schon. Oh, cool. Er setzt sich zu mir. Ja, dann Abmoderation hier. Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Das hat er mir letztens geschenkt. Nice. Die können mal aus hier, die Nerven. Nice, das Master Schwert, finde ich cool. Er schneidet mein Video für mich. Finde ich cool. Ja, habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag. Ich will mit da aufs Sofa. Lass mich mit aufs Sofa setzen. Nice. Okay. Gehabt euch wohl. Und haut rein. Willst du noch was sagen? Na, sagt Tschüss zu den Zuschauern. Tschüss. Ja, er verabschiedet sich auch von euch. Ich sag ciao, adios. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, euch hat dieses Geburtstagsspecial gefallen.